Yeah, it's our desire that everybody be encouraged, that everybody be blessed. Es ist unser Wunsch, dass jeder ermutigt ist. Yeah, we want everybody to receive the blessings of God. Wir wollen jeder die Segen Gottes zu bekommen. Yeah, because God is a God who blesses. He's a God who's always giving. Weil Gott ist ein Gott, der immer gibt und der immer segnet. You know, God has a character. Gott hat einen Charakter. And he has different characters. Und er hat verschiedene Charakter. One of the characters is that is a God who always gives. Einer von den Charakter ist, dass der Gott sehr immer gibt. The Bible says that he gave his son so that we may receive salvation. In der Bibel steht, dass er hat seinen Sohn uns gegeben, dass wir Errettung bekommen. And Jesus came here and he dwelt among human beings. Und Jesus ist gekommen, um in uns zu wohnen. And after he was just about to fulfill the reason why he came. Und dann danach er hat das So, you see, when Jesus was just about to fulfill the reason and the purpose why he came, when Jesus das zu voll, warum er gekommen ist, zu vollbringen war, and the reason why he came was to sacrifice his life, ist gekommen, um sein Leben zu opfern. Because the Bible says there is no remission of sins without the shedding of blood. So for us to receive our forgiveness, God sent his only son. Um die Vergebung zu bekommen, hat Gott uns seinen Sohn geschickt. And when you read this story and when you remind ourselves this story, we see the character of God, an always giving God. Und wenn wir das lesen, sehen wir den Charakter Gottes, dass er immer gibt. There is a German song, I like it. In fact, we sing it here so many times. Es gibt ein deutsches Lied, was ich gerne singe, und wir singen das immer öfter hier. It says, alle Fühle ist in dir, o oh Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o oh Gott. All the fullness is in God, Amen. And every good thing comes from God. Amen. The Word of God says that every good and perfect gift comes from above. Amen. Das Wort Gottes sagt, alles Gut ist, kommt von Gott. Yeah, so you know you need to expect something good from God. Er muss etwas Gutes von Gott erwarten. I don't wake up every morning and I think, oh, it's raining today. So, tomorrow I'm going to expect sickness. I'm going to expect that it's going to rain on me and I'll feel bad, I'll be low. No, I don't expect that. Ich erwarte nicht, keine Krankheiten, schlechte Wetter oder irgendwas Böses. Ich erwarte sowas nicht. I expect the best from God. Ich erwarte nur das Beste von Gott. And you know what? The good news is I receive the best from God. Und wisst ihr was? Gute Nachrichten ist, dass ich bekomme alles von Gott. It doesn't mean that something bad does not happen to me. Es heißt nicht, dass es etwas Böses passiert nicht. It doesn't mean that I don't go through problems. Es heißt nicht, dass ich keine Probleme bekomme. Bad things happen to every human being. Probleme bekommt jede Person. So when I receive a problem or when I'm going through a tough time, wenn ich in schwierige Zeiten durchgehe, I expect God to bring me out. Ich erwarte Gott, mir da rauszubringen. I expect God to change the situation. Ich erwarte Gott, die Situation zu ändern. Because he has the ability to change every situation here on earth. Weil er ist fähig, jede Situation zu verändern. And the Bible says, there is nothing that is impossible with God. Und die Bibel sagt, es ist nicht unmöglich mit Gott. Nichts ist unmöglich mit Gott. Amen. Er kann alles machen. He can do everything. Er kann alles wenden. He can change everything. Er kann jede Situation, jede Probleme lösen. He can. Amen. Amen. Ich erwarte die Zeit, dass ich kann eine fließlich Deutsch sprechen, ja? Fließende Deutsch sprechen. Denn ich werde auf Deutsch von Anfang bis Ende predigen. Amen. Wenn ich werde Spaß haben. Amen. We pray for it.
Yeah, but even still that time, I need somebody to translate into English. Yeah, but God is a God who's always giving. God is a God der immer gibt. So when I'm going through trouble, I wake up every morning and I say, God, I expect that you're going to help me. I expect that you're going to get me out of this problem. In schwierige Zeiten, ich erwarte Gott mir da rauszunehmen aus schwierige Zeiten, die Probleme rauszunehmen. But you see, God sent His Son Jesus Christ to die for us. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, um für uns zu sterben. And when His time was about to come, und wenn seine Zeit näherte, He spoke something in the book of John. Er hat etwas gesprochen in Johannes, im Buch von Johannes. It encouraged me. Es ermutigt mich. He said, I'm going. Er sagte, ich gehe. But I'm not going to leave you alone. Aber ich lasse euch nicht alleine. I'm not going to leave you like an orphan. Ich lasse euch nicht als Waisenkinder. You know, an orphan child is somebody who does not have parents. The mother, the father is dead. Ein weise Kind ist ein Kind, der keine Eltern hat. Vater und Mutter sind gestorben. Here in Deutschland, when a child, the father and the mother is dead, the way that this child is taken care of immediately or put into another family. Hier in Deutschland weisen Kinder kriegen die Möglichkeit, andere Eltern zu bekommen. But back at home, it does not happen automatically. Aber zurück nach Hause, es passiert nicht so automatisch. Their children, the parents are dead and they remain there helpless. Und es gibt Kinder, Waisenkinder und die haben keine Hilfe, die ist, ja, hoffnungslos. So an orphan is a child who is helpless. Ein Waisenkind ist ein Kind, der hilflos ist. But Jesus said, I'm going, but I'm not leaving you as an orphan. Aber Jesus sagte, ich gehe, aber ich lasse euch nicht als Waisenkinder. I'm going to send you a helper. Ich werde euch einen Helfer senden. I'm going to send you somebody who will help you in your time of need, in your time of trouble. Ich werde euch jemand schicken, der euch helfen in Schwierigkeiten. In the German Bible, it says, ich werde dir eine Helfer schicken. In the German Bible it says, I will send you a helper. At the same time it says, I'm going to send you a troster. Wow. So anytime that you are comfortless, know that there is a comforter. Jederzeit du trostlos bist, es soll euch bewusst, dass es ein Tröster. When anytime you feel helpless, know that God has send a helper for you. Wenn du hilflos fühlst, muss ich ja nur wissen, dass Gott hat einen Helfer für dich da ist. Because God wants you to be comforted. Weil Gott möchte euch getröstet. God wants you to be helped. Gott möchte euch geholfen werden. You know, there are times in life that things are so difficult and you think you are standing alone, there's no one to help you, there is no one to comfort you. Es gibt schwierige Zeiten, wo du denkst, ich habe so viele Probleme, keiner ist da mir zu helfen, keiner ist da mir zu trösten. But in this time, God has a comforter for you. Aber zu dieser Zeit, Gott hat einen Tröster für dich. God has help for you. Gott hat Helfer für dich. God has help for you. Gott hat Hilfe für dich. You know, today we are celebrating Pfingsten. Heute feiern wir Pentecost. She's doing good, eh? Let's just appreciate her. We can say, go Oli, go Oli, go Oli. She's doing, please help me, because I want her to translate more. Yeah. You know, practice makes perfect. So don't encourage me, encourage her. From time to time you can drop the dam. Or from time to time you can give her a nice smile. And she feels, you feel good, eh? You feel good, eh? When they smile.
So be a comforter to Sister Olivia. She's doing a good job. But you see, there is help for each and every one of us. This is Hilfe von jeder von uns. There is comfort for each and every one of us. There is trust for jeder von uns. And that's why we remember the day of Pentecost. Deswegen erinnern wir uns Pfingsten. Because something happened in the day of Pentecost. Weil etwas ist passiert an diesem Tag. The Christians, the disciples of Jesus, received the Holy Spirit. Die Gläubige, die Jünger von Jesus, haben Heiligen Geist bekommen. Yeah, and we see that in the book of Apostles. In the book of Apostles. I'm translating from German, Apostelgeschichte. So, from the book of Acts. And wir sehen das von Buch von Apostelgeschichte. Yeah, in the book of Acts, we see where the disciples, they received the promise of the Holy Spirit. In Apostelgeschichte sehen wir, wo die Jünger Heiligen Geist bekommen haben. When Jesus promised to them the Holy Spirit. Als Jesus zu den Heiligen Geist versprochen. Versprochen, oh. Genau. Du bist sehr gut in Deutsch, hein? Ja. Komm her. Oh, Olivia. That's good encouragement. That's good encouragement. Jesus promised to them the Holy Spirit. Jesus hat zu denen einen Heiligen Geist versprochen. And he said, when you receive the Holy Spirit, you receive power. Und wenn du Heiligen Geist bekommst, dann bekommst du Kraft. And when you have the Holy Spirit, he gives you the strength to do what you could not do in the past. Und wenn du Heiligen Geist hast, du hast die Kraft, alles zu tun, was du früher nicht tun konntest. But you know, when Jesus promised something, he said in the book of John, he said something very nice. Jesus hat etwas Schönes in Acts versprochen. He said, you are going to receive the Holy Spirit and he's not coming and going. Du wirst Heiligen Geist bekommen und es wird nicht kommen und gehen. He's coming to stay. Er wird kommen, um zu bleiben. Yeah, er wird kommen, um zu bleiben, für immer. Amen. Es steht so in der deutschen Bibel. Er wird kommen, um für immer bleiben. Amen. Will come und to stay forever. You know, that's the difference between the Old Testament and the New Testament. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. In the Old Testament, the people, they received the Holy Spirit for a specific purpose. Im Alten Testament haben Leute Heiligen Geist bekommen für eine spezifische Aufgabe. Aufgabe, ja. But when that Aufgabe was finished, then the Holy Spirit left. Als diese Aufgabe erfüllt war, Heiligen Geist ist gegangen. But in the New Testament, in the New Testament, he comes to stay. In the Neues Testament ist gekommen, um zu bleiben für immer. In fact, the book of 1 Corinthians 3:16. In 1. Korinther 3:16. It says that the Holy Spirit lives in us. Es sagt, Heiligen Geist lebt in uns. It says, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? We are the temple of the Holy Spirit. Wir sind der Tempel Heiligen Geistes. Ja, yeah. Und das ist 1. Korinther 3:16. Das ist 1. Korinther 3:16. And it means anytime you receive Jesus Christ in your heart. Und das sagt, jederzeit du Jesus Christ in deinem Herz annimmst. You receive the Holy Spirit. Du bekommst Heiligen Geist. Because in the book of Acts chapter 2, verse 38. In Apostelgeschichte 2. 38. 38. Peter, he speaks and he says, repent of your sins. And after you repented of your sin, you will receive the promise of the Holy Spirit. Petrus sagt, tu böse von deinen Sünde. Und wenn du das gemacht hast, dann bekommst Heiligen Geist. So, when you repent of your sins,
Wenn du von deinen Sünden böse tust, you receive the Holy Spirit. Du bekommst Heiligen Geist. In other words, you become saved. Du wirst errettet, gerettet. As now, we don't have to wait like the disciples they waited. Wir brauchen nicht so lange zu warten, wie die Jungen gewartet haben. You know, Jesus told them, wait for the promise of the Holy Spirit. Jesus hat zu dem gesagt, warte bis der Heilige Geist kommt. Yeah, they had to wait. Die mussten warten. And as they were waiting in the upper room. Und als die gewartet haben, oben. In the upper room. Oben. They were filled with the Holy Spirit. Die wurde von Heiligen Geistes gefüllt. But you don't have to wait. Aber du brauchst nicht zu warten. Immediately you believe. So, wenn du sofort believe, and glaubt, you repent your sin. Und du tust böse von deinen Sünden. You receive the Holy Spirit. Du bekommst Heiligen Geistes. And Jesus said that the Holy Spirit, he comes and he stays in you for immer. Und Jesus sagte, der Heilige Geist kommt und bleibt für immer. He's come to stay. Er ist gekommen, um zu bleiben für immer. For immer, always. Always, immer. So it means no matter what you are going through, there is help for you. Egal in welcher Situation du bist, da ist Hilfe. No matter what happens to you and you feel you're comfortless, there is comfort for you. Egal in welcher Situation du bist und du fühlst dich trostlos, That's why when I go through problem, I don't have to go like this. Oh, there is no help. Oh, there is no way. I know there is a way. Darum ich glaube immer, dass es immer ein Ausweg für mich ist. And the Bible says, for as long as Jesus lives, there is help for you. And die Bibel sagt, solange Jesus lebt, da ist Hilfe für dich. Yeah, I like this German song. I sing it every week. Ich weiß, dass meine Lose lebt. Ich weiß, dass hoch oben steht. Auch über allen Staub der Welt. Ich weiß, dass meine Lose lebt. Ich weiß, dass meine Lose lebt. Ich weiß, dass hoch oben steht. Auch über allen Staub der Welt. Ich weiß, dass meine Lose lebt. Warum ich mag dieses Lied? Deutsches Lied, das unser Erlöser lebt. My Redeemer lives. Mein Erlöser lebt. So no matter what I go through, ist egal in welcher Situation ich bin. It might be difficult. Es kann schwierig sein. It might look impossible. Es kann so unmöglich aussehen. I want you to know your Erlöser lebt. Amen. Ich möchte, dass du weißt, dass dein Erlöser lebt. And as long as he lives, there is help for you. Und solange lebt, da ist Hilfe für dich. For as long as he lives, there is comfort for you. Solange lebt, da ist Trost für dich. For as long as he lives, there is a way for you. Solange lebt, da ist ein Ausweg für dich. He's an expert in making out ways where there is no way. Er ist ein Experte in Wege zu machen, wo kein Weg ist. He's an expert in solving problems when human beings we think it's impossible. The doctor said you are dead. You are living, but the doctor looks at you and says you're already dead. But God says you're alive. Aber Gott sagt, du bist lebendig. Wenn die Ärzte denken, du bist eine vorbei Geschichte. Gott sagt, noch nicht. Du bist nicht eine vorbei Geschichte. Nein. Noch nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Vielleicht die Arzt sind schon fertig mit dir, aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Amen. I'm not finished with you. Amen. So, you know, when I come through a place where people say it's impossible, it's done. Wenn zu Leute kommen, die sagen, es ist vorbei, es ist unmöglich. Ja, you know, I think, how is it by God? By God is it, amen. Did you see that? Somebody clapped for you. You do this, you receive it. Just receive it. Amen. Good, give it. When people think it's a done case, it's finished.
wenn Leute denken, es nicht ist unmöglich ist. With God is not impossible. Mit Gott ist nicht unmöglich. It is possible with God. Es ist möglich mit Gott. It's possible with Him. Es ist möglich mit ihm. He can open doors that are already closed. Er kann Türen öffnen, die schon zugemacht wurden. He can turn a rejection to acceptance. Yes. Er kann eine Ablehnung in ja. God has a way of helping you. Gott hat einen Weg, um dich zu helfen. And He sent the Holy Spirit to help us in our daily lives. Und er hat uns den Heiligen Geist geschickt, um uns zu helfen in unser tägliches Leben. And the Holy Spirit to comfort us. Und der Heilige Geist uns zu trösten. But you see, the Bible says the Holy Spirit lives in you. Die Bibel sagt, Heiliger Geist lebt in dir. And as I said, the Holy Spirit is a helper, is a comforter. Wie ich gesagt habe, der Heilige Geist ist ein Helfer und ist ein Tröster. So it means the comforter and the helper lives in you as a believer. Das heißt, der Helfer und der Tröster lebt in dir, du als Gläubiger. So anytime you are in a problem, just talk to your helper and say, help me. Talk to your comforter and say, comfort me. Wenn du Schwierigkeit hast oder Probleme hast, sprich einfach zu deinem Tröster und Comforter, dass er dich hilft oder tröstet. When you are married to a doctor, wenn du mit einem Arzt verheiratet bist, and you have headache, und du hast Kopfschmerzen, why should you go look for medicine somewhere else and you are married to a doctor? Warum gehst du irgendwo anders, um Medikamente zu bekommen, wenn du einen Arzt im Haus hast? Why do you have to spend money to buy paracetamol when the doctor who you're married to, the doctor who you live in the same house, has paracetamol, he can give you free of charge? Warum kaufst du Paracetamol, wenn du dein Ehemann oder deine Ehefrau ein Arzt ist, hat Paracetamol im Haus? Yeah. I'm using this as an example to say the Holy Spirit lives in you. Ich habe das als Beispiel genommen, um euch zu zeigen, dass der Heilige Geist lebt in dir. In times of troubles, in times of difficulties, you just need to talk to the Holy Spirit if you've already received Him. In Schwierigkeiten, du brauchst nur an Heiligen Geist zu sprechen, weil er lebt in dir. And He will help you. Und er wird dir helfen. It's the same way when you have a problem and you have a case in the court. Aha. Or you have a problem with somebody, you go to a lawyer. Das ist das Gleiche, wenn du ein Rechtsfall, ja. Ein Rechtsfall. So you see, there's no need for you to trouble yourself, how am I going to win this case, and just struggle looking for a way, when you can go to the lawyer who knows the law and he knows how to help you and he will find the case for you. Du brauchst nicht keine Schwierigkeiten geben, wenn du einen Anwalt anschalten kannst. Du brauchst nur zum Anwalt zu gehen. Yeah, it's the same way. You just go to the representative of God who He has sent to represent you, to help you, the Holy Spirit. Du ist das Gleiche, du gehst zu einem Botschafter von Gott, der helfen kann. Er ist da und er kann dir helfen. Amen. There is help for you. Amen. Es ist Hilfe für dich. So don't go around thinking that everything is hoffnungslos. Es gibt Hoffnung für dich. Yes. There is hope for you. Yeah, es gibt Hoffnung für dich. There is hope for you. Yeah, wenn du eine Wort vergisst, es gibt Leute, die werden dir helfen. Amen. Es gibt Hoffnung für jeder von uns. There is hope for everybody from us. So that's why we are celebrating Pentecost Day today. Darum feiern wir Pfingsten heute. Because we are remembering what
Jesus promised that we received him. Weil wir erinnern, was Jesus uns versprochen hat. Let me just ask a question. Who is the Holy Spirit? Wer ist ein Heiliger Geist? Is a comforter, number one. Is a tröster. Teacher. Yeah. Uh-huh. Another definition is a teacher. Er ist ein Lehrer. Jesus spoke and he said. Jesus sprach. When he said that I'm going to send you the promise of the Holy Spirit. Als er gesagt hat, dass er wird uns Heiligen Geist schicken. He said that the Holy Spirit will teach you all truth. Er sagte, der Heilige Geist wird euch alle Wahrheit lehren. Okay, you open your Bibles in John chapter 14, verse 15. Johannes Kapitel 14, Vers 15. Jesus speaks and he says, if you love me, you will obey what I command you. And he continues to say, ja, er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. He's a spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. And then he continues to say, I will not leave you alone. As orphans, I will come to you. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Amen. Amen. So he says in verse 17 that he is the spirit of truth. Er sagt, er ist der Geist der Wahrheit. He teaches us the truth. Er lehrt uns die Wahrheit. He leads us into the truth. Er führt uns in die Wahrheit. You know, it's these definitions is very, very important because the generation we're living in, people do not know what is the work of the Holy Spirit. Ja, diese Definition ist sehr wichtig, weil in dieser Generation Leute wissen nicht, was Heiliger Geist ist. In fact, the Holy Spirit has this name. The Holy Spirit has been misused. Diese Name Heiliger Geist wurde missbraucht. Yeah, missbraucht. Many people think, okay, the Holy Spirit, when the Holy Spirit come on you, you have to roll on the floor, you have to dance like a madman. Viele Leute denken, wenn ein Heiliger Geist an dir ankommt, dass du wirst nur wie ein Verrückter reden. Yeah, you will jump around just like a madman. That's what people think. Dass du umspringen wie ein Verrückter. In fact, to some places, they say, if you don't jump around, then you're not filled with the Holy Spirit. In manche Gebiete sagen sie, wenn du nicht umspringst, dann bist du nicht mit Heiliger Geist erfüllt. But Jesus said, you will receive the power of the Holy Spirit. Aber Jesus sagt, du wirst die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. And the Spirit of God will teach you the truth and will lead you into all truth. Und der Heilige Geist wird dir die Wahrheit lehren und wird auch in die Wahrheit führen. And as I said before, he is here to stay. Wie ich vorher gesagt habe, er ist hier immer zu bleiben. The question that I usually ask many people, how much room do you give the Holy Spirit? Ich frage immer, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist? And I usually give this example. You know, my wife and I, we love visitors. Almost every week or most of the days during the week, we have visitors who come and spend in our home. And mein Beispiel ist, meine Frau und ich haben immer Besuch in unser Haus. Yeah, and we love visitors. Und wir lieben Gäste. But you know, in my mind, it's always that visitors can come and visit all the, they can go into all the rooms. Die Besucher können in alle Räume hingehen. They can go to the toilet. Die können zum WC gehen.
They can go to the children's room. De können im Kinderzimmer gehen. They can go to the balcon. De können auf Balkon gehen. They can go in the sitting room. Im Wohnzimmer. But you know, it's usually uncomfortable for me for a visitor to come into my room. I don't know if everybody is like me. I feel uncomfortable when ich fühle mich nicht unbequem, wenn ein Besuch in mein Raum, in mein Zimmer kommt. I don't know about you how, but you see, people are different. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, weil Leute sind unterschiedlich. But I'm using this example because most of the times we tell the Holy Spirit, when you read these verses, that the Spirit of God lives in you. Ich gebe dieses Beispiel, weil wenn Heilige Geist in dir lebt, we give the Holy Spirit boundaries. Wir geben dem Heiligen Geist Grenzen. You can go to the toilet. Du kannst zur WC gehen. You can go. You can go to the Kinderzimmer. Du kannst zum Children's Room gehen. You can go to the sitting room. Du kannst zum Wohnzimmer gehen. Balcony. Balkon. Kitchen. Küche. But don't come to my room. Aber nicht in mein Zimmer. All these other places. Yeah, in real sense, it's like that. Many of us are like that. Viele von uns sind so. In fact, especially when it comes to sin. Besonders wenn zu Sünde kommt. Yeah, but you know, one work of the Holy Spirit is to convict you of sin. He comes and he tells you, you have sinned, you need to repent. Or what you're doing is sin, you need to repent. Also, eine Aufgabe für den Heiligen Geist ist, dich hinzuweisen, dass du gesündigt hast. Yeah, so he convicts you of sin. Weist dich darauf hin, dass du gesündigt hast. Have you ever been in a place that you're doing something and deep down inside you feel there's something that is telling you, there's a red light that is blinking in your heart. It's even making noise. There is a red light that is blinking. You see the red light. You choose to continue doing, but the red light is blinking. Ein red Licht blinkt, das dich aufweist, dass es Gefahr. Also warnt dich auf eine Gefahr. So from now, when you see the red light in your heart, and you want to do something, and the red light is blinking to next time your heart is beating quickly, boom, 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 boom. You know, the Holy Spirit is convicting you. Wenn du das merkst in deinem Herz, dass ein rotes Licht leuchtet oder blinkt, dann ist der Heilige Geist warnt dich auf etwas. So his work is to convict you of sin. Seine Aufgabe ist, dich aufzuweisen, dass du sündigst. And another part of his work is to convince you of the truth. Und andererseits ist, dich zu aufweisen, dass du auf die Wahrheit. Yeah, he convicts you of sin and convinces you of the truth. Er weist dich auch auf die Sünde und auf die Wahrheit. But you see, he is not your enemy. He is your friend. Amen. Ist nicht dein Feind, er ist dein Freund. He is your helper. Er ist dein Helfer. He is your comforter. Er ist dein Tröster. So don't give him boundaries that you can go this place, but don't go here. No, tell him, I give you, you can even come in my room. Give There's nothing I'm hiding from you. Gib ihm keine Grenzen. Lass ihn überall reinkommen. Yeah, tell him, I open my heart, I open my life, come. Because he's coming to help you. Sag ihm, ich öffne mein Herz und ich öffne mein Leben, weil kommt, dir zu helfen. So when he wants to come in your room, open the door wide. Wenn zu dein Zimmer kommt, mach dein Tür weit auf. Just open. Öffne einfach. Yeah. Don't close the door on the Holy Spirit. Leave it open. Schließ die Tür nicht zu für Heiligen Geist. Lass die Tür auf. He will help you. Er wird euch helfen. He will help you. Er wird dir helfen. Because he is our helper. Weil ist unser Helfer. And he is our comforter. Und ist unser Tröster. Amen. Amen. So I just want to leave you today with this.
And I just want you to know, there is help for you, there is comfort for you. Ich möchte, dass du das weißt, dass es ein Helfer für dich und ein Tröster für dich. So accept this helper from God. Nimm dies Hilfe an von Gott. Accept the comfort that God is giving you. Akzeptiere die Trost, was Gott dir gibt. Amen. Let's Amen. Pray. Lass uns beten. Father, we just want to thank you for the short word that you've received. And I just want to thank you for it's been a reminder of what we already know, or just your spirit leading us to the truth. I pray, Lord, that each and every one of us, we will give more room to the Holy Spirit. Amen. That your spirit will lead us. Your spirit will correct us. In fact, I pray, Lord, that we will be ready for correction. That we will not build a wall. We will not close the door to the Holy Spirit. But we will break every wall. We will open every door for the Holy Spirit. Just for Him to help us. And Father, I pray for anybody in our midst who has not accepted Jesus Christ in their heart. And I pray for anybody who has not opened the door for the Holy Spirit. For anybody who has not believed. I pray, Lord, that in the name of Jesus Christ, for this person who has not repented of their sin, that you bring them to a place of repentance. Amen. That they will realize that they have sinned, and they will repent, and they will receive your helper. They will receive help from you, and they will be reconciled back to you. Amen. As we are celebrating Pentecost, I pray that you remind us of this, that you are not our enemy, but you are our friend. Amen. Father, I thank you that I am your friend. Yes. I thank you that I am your friend. Yes. I thank you that you are friendly to us. Amen. And we just thank you in Jesus' name. Amen. If you've not repented of your sin, or if you've not received Jesus in your heart, just pray this prayer together with me. And let's just pray this prayer together to help that person who's not received the Lord in their heart. Father, in the name of Jesus Christ, Father, in the name of Jesus Christ, I believe in your word. I believe in your word. And I believe, and I believe that you sent your son Jesus Christ, that you sent your son Jesus Christ, to die for me. To die for me. I receive Jesus Christ in my heart. I receive Jesus Christ in my heart. And Lord, I repent of my sins. Lord, I repent of my sins. Because your word says, because your word says, that every one of us have sinned and have gone our own way. Father, I come back to you. Father, I come back to you. And I repent of every sin. And I repent of every sin. And according to your word, and according to your word, I ask forgiveness. I ask forgiveness. And Lord, I ask that you lead me. I make a decision to live for you. To live for you. To bring joy to you. To bring joy to you. To honor you all the days of my life. To honor you all the days of my life. I thank you for salvation. I thank you for salvation. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you. And God bless you. Let's